So, dann willkommen zurück zum Finale, vermutlich. Bevor es hier zur Sache geht, gucke ich mich noch mal ein bisschen eben um. Okay, hiermit kann ich danach runterfahren. Jetzt wissen wir auch, was der Aufzug ist. Der ist nur hier oben bedienbar. So, haben noch irgendwelche Sachen abzuschießen? Da. Siehst du. Das war ein Treffer. Gut. Dann soll's so sein. Lasse das Chaos beginnen. Eine Befestigung erledigt, jetzt noch zwei. Also. Stimmt, da oben ist noch einer dran. Und da hinten. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Hier kann ich gar nicht durch. Oder? Nö. Gott. Irgendwie, wenn ich jetzt wieder runtergehe, ist doch scheiße. Ich muss doch irgendwie hier oben bleiben. Oder nicht? Na, was sagst du? Doch, ich muss runter. Moment. Ich muss runter und dann klettern. Oh ne, muss ich nicht. Aber ich muss irgendwas da machen, was ich nicht sehen kann. Mit dem Lift komme ich wieder runter. Ja, ja, ist schon klar. Aber ich kletter wahrscheinlich an dem direkt hoch, kann das sein? Also es bringt ja jetzt nichts. Nochmal den Lift hoch. So, okay. Das ist Lift, der nur kann von Ihnen bedient werden. So. Jetzt löse ich die nächste Befestigung. Ja. Gib mir mal einen Tipp. Wie viele Killermaschinen würden dem Langhals bei all diesen Ködern nach Meridian folgen? Asera muss aufgehalten werden. Kann ich hier hochklettern? An dem Vieh? Noch. Oder kann ich die Dinger da oben kaputt schießen vor? Damit die dem nicht folgen. Das hätte ich besser mal von oben versucht, hätte ich eine bessere Schussposition gehabt. So komme ich nicht da dran. Und doch komme ich, aber es bringt nichts. Nicht gehört, was er gesagt hat. Der nuschelt und er spricht etwas zu leise. Moment mal. Da bin ich eben durchgegangen. Da bin ich rausgekommen. Ja. Dann kann ich ja nur noch hier irgendwo hochklettern vielleicht. Weil da oben ist die Befestigung. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Noch ein Köder. War nicht aktiv. Warum würde Asera ihn zurücklassen? Ich muss hier hoch. Da muss ich hoch. Aber wie? Hier so durch? Ne.
muss aber hier irgendwo durch. Aber hier zurückgehen, bringt das was? Sind die Dinger, aber wie komme ich denn da hoch? Das bringt mich aber nicht weiter. Ich muss irgendwie... und hab's noch nicht gesehen. Kann, dann muss das ja hier anfangen. Und hier ist nichts zum Hochklettern. Und hier auch nicht. Oder kann ich mich hier irgendwo hochklettern? Ist das mal wieder rot? Nee, rot, das schillert nur rot. Ich kann hier nirgendwo... Nee, kann ich nicht. Hier auch nicht. Und die Dinger zeigt er auch sowieso nur an, weil sie da hängen. Weil wenn ich drücke, dann zeigt er nämlich alle an. Ja, alle. Und er sagt mir hier immer noch, oder ist das der alte Tipp? Er sagt mir immer noch, du musst hier rausgehen. Also, das Rätsels Lösung muss hier draußen sein. Aber wo? Mann, Mann, Mann. Da war ich doch schon. Oh, oh, Moment. Jetzt, der Tipp war gut. Also kann ich doch irgendwo hochklettern. Hä? Was soll das denn? Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich verarschen? Also, ich kann erstmal auf den da gehen, hat er auch recht. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man vielleicht erst auf den muss und dann kommt man auf zu dieser Befestigung. Ja, das habe ich schon begriffen. Und zwar mit dem Riesenaufzug her. Habe ich den übersehen beim oder bin ich mit dem schon gefahren? Ne, bin ich noch nicht. Ich bin, glaube ich, da rausgekommen, da wo das Auto steht, ja. Gut, dann habe ich den Riesenaufzug hier irgendwie nicht im Kopf gehabt. Ja, gut. Danke. Dankeschön. Nein, nie dein Ernst. Warum ist der denn jetzt wieder kaputt? Der ist kaputt. Der hat keinen Saft. Wieso hat der keinen Saft? So, hier ist irgendwie wieder... Das sieht doch alles relativ intakt aus. Aber so wie es aussieht, ist der bequeme Weg mal wieder nicht der, der funktioniert. So, das heißt, es gibt wieder einen unbequemen Weg. Ah, ich sehe schon was da oben. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier irgendwo... Nein. Aber irgendwo muss ich hochklettern, das ist schon mal klar, ne? Da oben geht es nämlich weiter. Kann ich an einem Holzding hier hochklettern? Nee.
Hier komme ich auch nicht rein. Kann ich hier hochklettern? Nee. Mann. Willst du mich verarschen? Sprich zu mir. Ja, da habe ich schon dran. Da ging nichts. Oder muss ich dann irgendwie... Du willst mich doch gerade echt verarschen, oder? Was soll denn das jetzt bewirkt haben? Ey, weißt du, ich bin gerade... Moment mal, hat das jetzt hier was geöffnet und ich habe das nicht gesehen? Du siehst mich hier gerade verwirrt. Das will ich jetzt nochmal sehen. Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Ob man irgendwo was sieht, was sich bewegt, wenn man diesen Hebel bedient. Ich bin davon ausgegangen, dass der auch zu sich in Bewegung setzt. So, bitte. Man kann nichts davon sehen. Gar nichts. Egal, was man da auch macht. Ja, muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Ah. Muss ich nicht verstehen. So. Oh Gott, jetzt muss ich damit links werfen. Das hasse ich ja. Das hasse ich ja. Den da. Den da unten hätte ich gerne. Den. Oh Gott, das will. Wenn ich mit links werfe, kommt der immer von oben geflogen. So, jetzt schlingle ich mich wirklich wie ein Orang-Utan. So. Jetzt bin ich schon mal hier an dem Rodel. Da bist du ja, Zahnrad. Zahnrad? Brauche ich das? Jetzt sag nicht, das brauche ich. Achso, das ziehe ich ab und dann. Dann bin ich doch wieder nach unten. Was soll ich denn mit dem Zahnrad anfangen jetzt? Ich bin gerade echt aufgeschmissen. Was habe ich jetzt davon? So. Jetzt setze ich das Zahnrad wieder da drauf und dann? Sind meine Finger eingeklemmt. Ja, was habe ich denn jetzt davon? Soll ich da wieder runterklettern? Ne? Ja. Ja. Gut. Dann mache ich das, aber ich verstehe gerade nicht. Welchen höheren Sinn das erfüllt.
So, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Hat sich dadurch jetzt was geändert? Nein. Was soll der Scheiß? Ich begreife nicht, was du von mir willst. Echt nicht gerade. Ich begreife es echt nicht. So, soll ich jetzt hier wieder hochklettern oder was? Alter, was soll die Scheiße? Nee. Macht überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Ah, jetzt habe ich was gesehen. Da fehlt ein Zahnrad. So, jetzt macht die ganze Aktion Sinn. Dass da ein Zahnrad fehlt, habe ich nicht gesehen. Eieieiei. Wie dumm ist das denn? Ja, dann. Ja, wenn das so ist, dann ist ja alles klar. Mann. Ach, bin ich heute unaufmerksam. Ups. Jetzt willst du mir sagen, ich kann hier nicht mehr hochklettern? Ich komme hier nicht rüber? Doch, wenn ich hier doch hingreife, da kann ich nicht hingreifen. Meinst du nicht ernst? Aber ich kann so machen, oder? Hup. So. Das Zahnrad ist aber schwer. So, soll ich das jetzt einfach darunter werfen? Das wäre es gewesen. Es geht kaputt. Game over. Das Spiel beginnt von vorne. Sie haben es nicht geschafft. Eieiei. War das eine schwere Geburt? Das war eine schwere Geburt, bis ich das begriffen hatte. So. Ups. Das ist ein Zwinger für einen ganz großen Hund. Nein. So. Den Langhals befreit. Noch eine Hebel. Durch, mein Großer. Aber erstmal gucken wir noch nach Munition. Ursa. Munition. Nein. Keine Munition. Hoffentlich komme ich da weiter. Ich habe keinen Bock, nochmal so ein Elend. Mal zwei, nur noch eine. Wenn ich mit den Befestigungen durch bin, muss ich diese Köder beseitigen. Nicht, dass der Langhals mit ihnen abhaut. Ja, fragt sich, wie ich da dran komme. Kann ich die nicht vorab schießen? Doch, von der Seite. So, wie komme ich jetzt an den dritten? Hier ist offen. Nein, hier ist auch geschlossen. Hier kommst du nicht hin. Das heißt, ich habe das Problem, ich muss da hoch, Marina. Und ich weiß nicht, wie. Aber da komme ich mal nicht in den Aufzug rein.
oben komme ich nicht drauf. Guck mal doch, da hängt was. Da hängt was runter, aber wie soll ich denn da hinkommen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. Ist mir echt ein Rätsel. Nee, das kann ja nicht sein. Oder? Kann das so einfach sein, dass ich da nicht dran denke? Nee, da komme ich ja nicht hin. Da oben ist eine... Doch, ich muss über die Kette. Irgendwie muss ich da hin. Da oben ist eine Leiter und dann kann ich da hochklettern, aber... Von hier unten komme ich doch nirgendwo dran. Oder? Ah. Oder kann ich jetzt die Kette, die hier runtergefallen ist, hochklettern? Und dann bin ich ja wieder da, wo ich eben war. Und die andere Kette, die liegt da. Das bringt mir aber auch nichts. Ich muss da irgendwo hochkommen. Aber ich weiß gerade nicht. Da oben hängt doch, hier hing doch auch so ein Ding runter. Da. Da hängt ein Seil runter. Da. Oh, hier kann ich anfangen zu klettern. Hier habe ich schon gestanden. Wie soll ich das denn sehen? Oh Mann, ey, komm. Leute, oder war das, ist das jetzt erst ausgezeichnet? Was, da oben ist eine Befestigung, was? Ich weiß nicht, wovon er spricht gerade, aber Hauptsache er weiß es. Uiuiuiuiuiui. Geht's hier weiter? Ne. An einem hängenden Eiszapfen soll ich mich hochhacken. Na danke. Hoffentlich hält das. Offensichtlich. Und wollen wir der ganzen Sache mal trauen. Vorerst bis zum Beweis des Gegenteils. Das sieht gut aus. Da oben geht das. Dingen hin. Ich war trotzdem gern da. Wieso wackelt das? Da ist auch noch so ein Ding. Ah. Gut. Die Wasserrahmen haben eine Art Steg oder
Brücke da oben gebaut. Ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Aber bis dahin hin komme ich doch nicht mit dem Wurfgeschoss. Ich sehe schon. Ich muss wahrscheinlich erstmal entweder mit dem Pfeil oder mit dem anderen Teil. Oh, da. Pfeil reicht. So, das sieht schon mal gut aus. Dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Ja, alles klar. Jetzt brauchen wir den wieder. Dumm, die dumm, die dumm. Das sollte den Langhals aus dem Geschirr befreien. Ja, aber ich muss doch vorher noch diese Dinger zerstören, oder nicht? Ich würde die ja gern vorher noch kaputt machen. Kann ich nicht. Aber da ist so ein Teil. Kann ich da? Aber da müsste ich ja noch mal runter, oder? Scheiße. Lass das mal ausprobieren. Da, so weit kommt man leider nicht. Was kann ich denn noch da dran werfen? Aber von unten komme ich auch nicht hoch. Das ist zu hoch. Was ist denn, wenn ich da mit dem Pfeil drauf schieße? Würde aber funktionieren, dann könnte ich da hochklettern und die Dinger loswerden. Aber ich glaube nicht, dass ich so hoch schießen kann mit dem Ding. Da oben ist auch noch eine Leiter dran. Ach komm. Egal, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt was falsch mache. Irgendwas muss ich ja machen. Ich vermute aber wirklich... Wie geht's denn danach weiter? Da könnte es rausgehen, aber ich löse lieber erst die Befestigung. Ja, ich weiß. So, wie komme ich dann von hier aus wieder runter? Ganz schnell runter. Indem ich darüber springe? Nee, indem ich dahin schieße und mich dann runterlasse. Wieder. Ach, keine Ahnung. Ich denke zu viel. Ich weiß nur nicht, wie ich gleich an diese Viecher, an diese Sachen rankommen soll. So. Den Langhals. Sieht aus, als könnte ich am Geschirr hochklettern. Am Geschirr hochklettern. Also doch da hoch, sag ich doch.
Ja Gott, dann ist es halt so. Dann ist es so, wie ich dachte. Ich habe nur gedacht, der rennt jetzt sofort los irgendwie. Wenn ich den befreie, erweckt den das zum Leben und dann war es das. Den brauche ich. Komme ich doch nie und nimmer hin. Ach, guck mal, das Holzteil ist runtergefallen. Ja, dann komme ich da dran. Ich kann hier hochklettern. Ich kann hier bestimmt hochklettern. Sieht aus, als könnte ich im Geschirr hochklettern. Aber wo? Am Geschirr hochklettern. Außen, innen. Ich muss hier irgendwie hoch. Am Geschirr. Welches Geschirr meint er? Einfach so? Ach Gott. Das ist kein Schnee. Okay. Teilweise schon. Nein. Ja. Ja. Ups. Wieso kann der da nicht? Doch kann er. Hallo, greif richtig zu. So, und nu? Und nu? Ich habe es immer noch nicht ganz geschafft. Oder kann ich hier direkt hoch? Nö. Anscheinend nicht. Achso, da ist ja eine. Da ist ja eine Leiter. Deswegen hängt die Leiter ja hier. Der erste Köder. Ich wette, ich kann die Schnalle mit der Spitzhacke zerschmettern. Zum nächsten.
Ja. Wo kletter ich? Hier kletter ich hoch. Da? Ne, da. Mit diesem scheiß Schnee sieht man nie, wo man klettern kann und wo nicht. Aber ich vermute mal, ich muss hier irgendwie, ohne runterzufallen, ja, so gerade eben. Wo ist es denn? Da oben ist es. Und der zweite Köder. Siehst du, das war wieder so hoch, da musste ich dann ein Geräusch machen. Sabine, alles klar? So, und hier geht's nicht weiter. Doch geht's. Aber auch nur so gerade auf die letzten. Auf die letzte Millimeter Fingerspitze. Der letzte Köder. Fast geschafft, mein riesiger Freund. Raus. Dieser Stab. Haben Sie dich damit unter Kontrolle? Dann weg mit ihm. Ups. Sehr schön. Nur noch die Tore. Dann bist du frei. Ich darf ihn nicht der Sera überlassen. Die Türen gehen auf. Lauf! Sei frei! Wow. Sera hat mehr Langhälse. Oh nein. Sie kontrolliert sie sicher mit diesen Stäben. Ich bin sicher, dass sie sie direkt nach Meridian marschieren lässt. Zu Fuß hole ich sie niemals ein. Es sei denn, jemand schneidet ihnen den Weg ab. Urit vielleicht? Ich muss weiter. Geil. Was für ein Bild. Aha. Automatikblende? Wohin? Zurück nach Urit. Zu Urit. Hallo? Wartet mal, wer auf einem Berg war. Das Schicksal des Sonnenreichs steht auf dem Spiel und du hast ihn geschickt? Ein Schattenkarja-Krimineller war die beste Lösung? Er meint, ich verdanke dir mein Leben. Was haben sie versprochen, Begnadigung? Ich war froh, ihn zu sehen, besonders weil die Ossara mich gerade töten wollten. Da. Sie wollten mich nicht gerade töten. Und um mein Leben geht es nicht. Da ihr mich unbedingt retten musstet, ist das Sera vielleicht schon im Sonnenreich gelandet. Kannst du den Stuhl endlich hinstellen? Halt einfach das Maul. Sera gefunden? Du lagst falsch bei ihr. Falsch? Nein. Spät? Ja. Aber wir arbeiten schon daran. Soldaten wurden zu Randsiedlungen geschickt, um die Ossaram am Auslegen der Köder zu hindern. Sie legen die Köder nicht aus. Sera hat sie an einem Langhals befestigt. Sie steuert ihn und alle Maschinen, die sie trifft, durch das Sonnenreich und nach Meridian. Sie steuert einen Langhals? Dieser Stab war in einem Langhals. Ich habe sie mit noch zwei Langhälsen gesehen. Das war kein Ossaram.
Das stammt von der Eklipse. Eine Trophäe von einem Raubzug Asheras gegen die Schattenkarja. Die Langhälse sind jetzt ins Sonnenreich unterwegs. Es gibt kaum Stellen, um die Grenze zu überqueren. Die Osaram waren in Teufelsgröll? Es gibt ein Tal von dort zu einem Pass im Sonnenreich bei Adlersturz. Was machst du, wenn du sie gefangen nimmst? Wird Asera dann auch begnadigt? Nur wenige entscheiden sich für Fehler, Urid. Doch wir alle können jene wählen, aus denen wir lernen. Rias? Urid lernt nie aus seinen Fehlern. Aber Asera wird das bestimmt noch tun. Dann auf nach Adlersturz. Asera darf Meridian nie erreichen. Ja, scheint doch noch ein längeres Finale zu sein. Ich dachte, ich wäre so gut wie durch. Taylor führt Asera auf den langen Weg, aber sie ist mit dem Tempo eines Langhalsers unterwegs. Ich muss quer über die Berge, um eine Chance zu haben, vor ihr Adlersturz zu erreichen. Und? Und weiter? Bruder. Du sollst doch Asera aufhalten. Sicher, aber das könnte unser letzter Moment sein. Wieso bin ich jetzt so wichtig? Du warst nicht bei uns, als Mutter im Sterben lag. Und Itamens Schatten wäre mit offenen Armen empfangen worden? Ein Fehler ist doch keine Entschuldigung für das restliche Leben. Natürlich hat der Pfeil der Sonne noch nie einen Fehler gemacht. Oh, man merkt, dass ihr verwandt seid. Ihr seid beide Idioten. Warum hast du Marat nicht über Asera berichtet? Du weißt doch, was sie tut. Ich musste sie stoppen. Warum nicht Hilfe holen? Du weißt nicht, wozu sie imstande ist. Und Marat wollte sie anklagen. Doch. Du wolltest sie töten? Auf Verbrechen folgt Strafe. Ja, das höre ich oft. Ach. Ich sollte gehen. Einer von uns muss Asera aufhalten. Kann ich noch irgendwas reißen? Egal. Ich weiß es nicht. Wir machen weiter. Dieses Tal ist meine letzte Chance, Asera abzufangen. Wenn ich nicht vor ihnen in Adlersturz bin, ist es vorbei. Eine erhöhte Position wäre ein guter Anfang. Vielleicht sehe ich dann ihre Langhälse. Leer. Die Garnison ist bestimmt unterwegs, um Aseras Langhälse anzugreifen. Ich hoffe, wir wissen, ob sie es zu tun haben. Oh, sie haben eine Balliste da gelassen. Ballistenbolzen. Diese Dinge haben es in sich. Was soll ich denn damit jetzt? Die Tür aufmachen oder irgendwas? Irgendeinen Grund muss es ja haben. Kommen die in ein Magazin rein oder legt man die einfach nur hier vorne drauf? Na, das interessiert ihn gar nicht. Oder?
Oder doch? Oder nein? Oder nein? Oder doch? Achso, Moment. Den hat er wieder dahingelegt, ne? Ist klar. Was soll das? Ist ja wohl nicht wahr, oder? Warum steht er hier? Ich kann den bestimmt jetzt hier hinlegen. Ja. Und damit schieße ich dann die Tür auf. Ja, war fast klar, oder? Sehen. Der Turm sieht gut aus. Überall hin gucken, erstmal hier gucken. Da sehen wir natürlich nichts in die Richtung. Keine Spur von Asera. Bin ich vor ihr hier? Oder habe ich sie verpasst? Soll ich mal bimmeln? Vielleicht passiert dann was. Ist von Adlersturz weg. Asera wird die andere Richtung nehmen. Ich muss da oben hin. So, kann ich hier noch irgendwas reißen? Gibt es hier noch irgendwas zu erkunden? Nee. Da kann man klettern. Wie komme ich denn da hin? Als ob man da. Ah, Moment, da ist ein. Da ist ein Kissen. Da muss ich hoch. Komme ich hier irgendwo hoch? Nein. Ich muss irgendwo hochklettern können. Ja, da habe ich aber. Ach doch, innen drin. Innen drin kann ich. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Zeigt nach links. Was soll das denn jetzt? Hä? Hoch. Und wieder runter. Was? Moment. Nicht dein Ernst. Ach so. Ja. Was soll das bringen? Da runter und da wieder, da hoch und da runter wieder.
Ach, da oben. Ja. Okay. Okay. Nicht gesehen. Sorry. My fault. Nee. Ab. Ja. Gut. So. Genau das habe ich nämlich gesehen eben. Da krabbeln Ameisen. Von der anderen Seite des Hier krabbeln Ameisen, guck dir das an. Wie putzig ist das denn? Das ist doch mal ein Rätsel. Finde die Ameisen bei Horizon Call of the Mountain. Da bin ich mal gespannt, wie viele die finden. So, gut. Hilft nix. What? Ach du Scheiße. Wirklich so um Haaresbreite hätte ich fast gesagt. So. Diese Langhälse sind schnell, aber ich kann sie noch einholen, wenn ich es durch dieses Tal schaffe. Da sind sie, die Langhälse. So, und jetzt? Wohin? Ich sehe noch nicht den Zielpunkt, aber. Der Weg ist das Ziel. Das ist der Weg. Ich kann mich hier hinhängen, das ist gut. So, wohin muss ich denn? Dahin? Dein Ernst? Ich muss in die Richtung. Bringt ja alles nichts. Schnelligkeit an gerade. Na. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Nee. Bingo Bongo. So, und schon wieder 55 Minuten rum. Wo kann ich denn hier hin? Ich muss da oben hin, oder?
Ja, das Finale zieht sich doch noch länger, als ich dachte. Noch ein Ziel erwischt. So. Von da nach da kann ich doch. Hier geht's nicht rein. Ganz sicher nicht. Ganz sicherlich nicht. Nee. Ganz sicher geht's nicht hier hin. Also müssen wir darüber. Sprach der Mandalorian. Und danach speichern wir erstmal ab. Noch eine Balliste. Aber von hier treffe ich die Tür nicht. Welche Tür denn? Was ist hier mit? Hoppa. Hohoho. Fast auf die Schnauze gelegt. Gut. Die Balliste bewegt sich jetzt in Schussposition. Was? Da geht's wieder hoch. Wo? Was? Muss ich nicht verstehen, oder? Schon wieder. Schon wieder so ein scheiß Pfeil suchen. Ey, komm. Bitte. So, 57 Minuten. Da geht's wieder hoch. Ich speichere mal eben ab.